heran und ist uns sehr gut gelungen. Nicht ganz so gut gelaufen ist es für die Austria. Kaum eine Minute gespielt und schon fliegen sie tief die Innsbrucker. Ein Flug mit Folgen, Strafstoß. Die Tiroler Fans freut's zu Recht 1:0 für das Bundesliga-Team. Die Violetten lassen sich davon nicht sonderlich beeindrucken. Sie halten tapfer dagegen. 1:1 durch Ivan Pekaranin. Die Hoffnung lebt und wird von den Fans gefeiert, die mit ihrem Enthusiasmus wohl wie ein Dopingmittel wirken. Unsere Fans sind schon mehr als Bundesliga tauglich. Wir müssen das noch werden, aber wir werden sehr, sehr viel trainieren. Gegen Innsbruck hätte es schon fast geklappt. Hier ein Tor von Neuzugang Michael Neumeier. Letztlich gewinnen die Tiroler aber knapp mit 3:2. Es ist das Ungerechte, dass unser Kampfgeist nicht belohnt worden ist. Und ich denke, wir haben ja sehr, sehr gut gespielt und für sehr, sehr viel Stimmung in der Halle gesorgt. Nicht nur unsere Fans, sondern ich denke, die Mannschaft mit einer sehr, sehr guten Leistung. Auf alle Fälle haben sie die treuesten Fans, die wenigstens auch kommen, um ihr Team zu sehen. Das war längst nicht bei allen Mannschaften so. Mit insgesamt rund 2000 Besuchern war die Arena nicht direkt überfüllt.